Einen wunderschönen guten Morgen. Aufstehen und das mitten in der Nacht. Gleich 10 solcher Sirenen machen jetzt in Bocholt das, wofür sie geschaffen wurden. Nämlich alle Bocholter wach. Hellwach. Mit Adrenalinschub gratis. Die meisten von uns dürfen sich dann noch einmal hinlegen. Nicht aber so die Kameraden der Bocholter Feuerwehr. Nur Minuten später nämlich müssen sie an der Wache sein und kurz darauf beim Einsatz. Dass die Feuerwehr jetzt mit so viel Trara Mann und Maus zusammentrommelt, hat nämlich seinen guten Grund. Das wird dann in Gang gesetzt, wenn in der Tat zum Beispiel Menschenleben in Gefahr oder eben halt ein Großbrand gemeldet wird. Es kann aber auch sein, dass wir tagsüber feststellen, dass wir nicht ausreichend Personal bekommen. Das heißt, wir alarmieren dann noch einmal über die Sirene nach. Das geschieht dann auf Anweisung des Einsatzleiters. Dann ist das ein Automatismus, der da abläuft. Tatsächlich, die mühsame Rechnung, wer ist da und wen brauchen wir, übernimmt jetzt in Bruchteilen von Sekunden ein Computer. Guten Feuerwehrmeldung. Was ist denn mit Ihnen passiert? Also bei der Notrufannahme ist es zwingend erforderlich, einen Einsatzort einzuschlagen und dann brauchen wir noch ein Stichwort. Zum Beispiel beim Feuer groß bekommt der Disponent einen Dispositionsvorschlag vom Leitrechner erarbeitet, je nach Tageszeit, nach Verfügbarkeit der Fahrzeuge und eben nach dem Stichwort und der Straße. Dieser Dispositionsvorschlag wird kurz gesichtet und über diesen Knopf Autoalarm, was ich jetzt nicht tun kann, würde automatisiert, würden alle Alarme und auch eventuell ein Sirenenalarm, ein Funkmeldeempfänger oder wie Sie hier auch sehen, Sie würden informiert, ein Pressealarm rausgehen und das würde der Leitrechner eben vollkommen eigenständig machen. Das spart wertvolle Zeit. Gleich zweimal errechnete der Computer jetzt einen Sirenenalarm. Da war es einmal das Krankenhaus, das ist ein Sonderobjekt. Dort war auch eben halt ein Brandereignis gemeldet worden, sodass wir da schon mit einer hohen Anzahl von Einsatzkräften auch rechnen mussten, die dort zum Einsatz kommen. Gleich war es eben an der Wertherstraße, auch hier wurde uns ein Objekt gemeldet, wo wir wussten, dass dort mehrere Personen im Gebäude sind. Das ging auch aus der Alarmierung hervor. Wir hatten mehrere Anrufe, sodass wir hier entsprechend alarmiert haben. Natürlich muss sich die Feuerwehr erst sicher sein, bevor es über Sirenen nachalarmiert und so ganz Bocholt weckt. Immerhin könnte es sich ja auch um einen Scherzanruf handeln. Durchaus aber könnte das Feuer verhältnismäßig klein sein. Denn sobald Menschenleben in Gefahr sind, muss die Feuerwehr auch eine mögliche Evakuierung und notärztliche Versorgung gewährleisten. Und das gegebenenfalls auch für gleich mehrere Dutzend Menschen. Das sollte man zumindest mit berücksichtigen. Insofern kann man eigentlich in der Erstphase sehen, dass man möglichst viele Einsatzkräfte vor Ort hat und dann unter Umständen dann wieder auch zurückfahren. Im Falle des Krankenhausbrandes wurden sogar vorsorglich die Feuerwehren anderer Städte in Marsch gesetzt, drehten dann aber wiederum, als es Entwarnung gab. Aber brauchen wir den Sirenenalarm denn überhaupt im Zeitalter von Handy, Facebook und solcher Pieper, die jeder Feuerwehrmann bei sich trägt? Viele Städte machen das ausschließlich über Funkmeldeempfänger. Das hängt aber auch einfach mit der Struktur der Stadt zusammen. Wenn Sie eine Großstadt haben, ist es schwierig, einen bestimmten Stadtteil da herauszuholen, der dann über Sirene alarmiert wird. 10 solcher Sirenen gibt es auf dem Bocholter Stadtgebiet. 2 weitere in Suderwick. Je nach Windrichtung und Stärke sind die aber nicht immer zu hören. Wir planen mittelfristig halt eine Aufstockung auch der Sirenen, um dann also auch nochmal die Warnung der Bevölkerung unter Umständen hier wieder aufzubauen. Denn tatsächlich ist der Sirenenalarm nicht nur für die Feuerwehr da. Ja gut, das ist letztendlich unter Umständen bei einem Großbrand, wo eventuell Rauch frei wird, um die Bevölkerung einfach nochmal darauf hinzuweisen, Fenster und Türen zu schließen. Das wäre so ein Beispiel, warum man das macht. Auch wenn es nachts ist, kann es daher nicht schaden, einmal zu schauen, ob es nicht in der Nachbarschaft brennt. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Geschädigte erst vom Sirenenalarm geweckt werden. Auch schadet es nicht, sich einmal über Radio oder gerne auch bei Bocholt TV zu informieren. Normalerweise berichten wir schnell darüber, warum gerade die Sirenen dreimal heulen. Das gilt umso mehr, wenn etwa der Kreis Borken Katastrophenalarm auslöst. Dann hört sich der Ton jedoch anders an.